bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Die Zahnfee. Heute gibt es das Lieblingsessen von Peppa und Schorsch. Spaghetti. Hoho, was für ein Lärm. Fertig. Ah, jetzt herrscht wieder Ruhe. Was ist das? Ein Zahn. Wo ist der hergekommen? Peppa, schau doch mal in den Spiegel. Oh. Es ist mein Zahn. Er ist rausgefallen. Keine Sorge, Peppa. Es ist doch ein Milchzahn. Die müssen ausfallen. Krieg ich einen neuen, Mama? Ja, der wächst nach, Peppa. Und ganz bestimmt kommt die Zahnfee dich besuchen. Die Zahnfee? Ja, die Zahnfee. Wenn du deinen Zahn unter dein Kissen legst, kommt heute Nacht die Zahnfee. Die Zahnfee holt sich deinen Zahn und legt dir dafür einen Goldtaler unter das Kissen. Wenn ich groß bin, will ich eine Zahnfee sein. Oh. Und was willst du werden, wenn du groß bist, Schorsch? Dinosaurier. Ein Dinosaurier. Schnell, Schorsch. Schlafenszeit. Wir wollen die Zahnfee nicht verpassen. Bevor sie schlafen gehen, putzen sich Peppa und Schorsch die Zähne. Peppa, was machst du da? Ich putze meinen Zahn, damit er hübsch und sauber ist für die Zahnfee. Peppa kann gar nicht schnell genug ins Bett kommen. Sie legt ihren Zahn unter das Kissen für die Zahnfee. Schlaft gut, Peppa und Schorsch. Schlaf gut, Mama. Schlaf gut, Papa. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Schorsch, ich werde nicht schlafen. Lass uns die ganze Nacht wach bleiben. Ich will die Zahnfee sehen. Die Zahnfee kommt ganz schön spät. Die Zahnfee lässt sich wirklich Zeit. Wo bleibt diese Zahnfee? Was ist das für ein Geräusch? Ist es die Zahnfee? Schorsch, hörst du das auch? Ach, Schorsch. Das Geräusch kommt nur von Schorsch. Er ist einfach eingeschlafen. Schorsch ist wirklich überhaupt nicht gut im Wachbleiben. Ich schon. Ich werde wach bleiben und die Zahnfee sehen. Ich werde nicht einschlafen. Die Zahnfee ist da. Aber Peppa schläft tief und fest. Hallo, Peppa. Gibst du mir deinen Zahn für diesen schönen Goldtaler? Wie blitzeblank der Zahn ist. Schönen Dank, Peppa. Schlaf gut. Peppa, Schorsch, wacht auf. Guten Morgen. Was? Ich hab doch gar nicht geschlafen. War die Zahnfee da? Nein. Guck doch mal unter dein Kissen. Sieh mal, Peppa, die Zahnfee war da und hat dir einen Goldtaler gebracht. Hurra! Du hast also doch geschlafen, oder? Also vielleicht, aber nur ein kleines bisschen. Beim nächsten Mal bleibe ich aber wach. Und dann werde ich die Zahnfee bestimmt sehen. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Das neue Auto.
Heute macht Familie Wutz einen Ausflug in ihrem roten Auto. Wollen wir ohne Verdeck fahren? Ja, bitte. Peppa und Schorsch fahren sehr gern mit dem Auto. Seid ihr startbereit? Sind wir. Dann geht's los. Ich mag unser Auto. Und unser Auto mag uns. Nicht wahr? Oh je, das Auto klingt aber gar nicht gut. Was ist los, Papa? Ich weiß nicht. Wir bringen es zu Opa Wurfs Werkstatt. Er kann nachschauen. Eine gute Idee, Mama Wutz. Opa Wuff hat eine Autowerkstatt. Er kennt sich mit Autos bestens aus. Oh je, Papa Wutz. Dein Auto klingt aber gar nicht gut. Kannst du es reparieren, Opa Wuff? Ja, aber es wird den ganzen Tag dauern. Oh. Wir wollten doch heute einen Ausflug machen. Kein Problem. Ihr könnt gern so lange dieses neue Auto ausleihen. Wow. Dankeschön, Opa Wuff. Wollt ihr ohne Verdeck fahren? Ja, bitte. Ich drück nur auf diesen roten Schalter. Was für ein erstaunliches Auto. Oh. Wenn ihr zurückkommt, ist euer Auto fertig. Danke, Opa Wuff. Wiedersehen. Tschüss. Bis bald. Wiedersehen. Peppa und ihrer Familie gefällt das neue blaue Auto. In diesem Auto gibt es aber viele Schalter. Wozu ist der grüne Schalter da, Papa? Mal sehen. Zauberfenster! Papa, mach die Zauberfenster runter. Wozu ist der blaue Schalter da? Keine Ahnung. Mal sehen. Ich mag dieses neue Auto. Behalten wir es? Nein, wir behalten es nicht, Peppa. Wir haben es nur für heute ausgeliehen. Oh. Oh nein, ich glaube, es gibt Regen. Ja, schnell das Verdeck zu. Aber welcher ist der Verdeckzuschalter? Ups, Fehlanzeige. Aha, das muss der Schalter sein. Das neue blaue Auto hat Papa Wutz nass gespritzt. Dummer Papa, das ist nicht das Verdeck. Der Schalter. Ups, wieder falsch. Der Schalter. Hilfe! Oh je, wo ist bloß der richtige Schalter? Ich glaube, das Auto mag mich nicht. Versuchen wir den roten Schalter. Hurra! Aber jetzt regnet's nicht mehr. Können wir das Dach wieder aufmachen? Ja. Welcher Schalter war's noch? Der rote war's. Hurra! Opa Wuff hat das Auto repariert. Euer Auto ist fertig. Hurra! Danke dir, Opa Wuff. Behalte den Rest. Vielen Dank, Papa Wutz. Gute Fahrt! Wiedersehen! Tschüss! Bis bald! Ah, unser altes Auto ist doch das Beste. Ich mochte das neue, aber unser altes Auto mag ich lieber. Und ich glaube, unser altes Auto mag uns, nicht wahr? Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Das neue Auto. Heute macht Familie Wutz einen Ausflug in ihrem roten Auto. Wollen wir ohne Verdeck fahren? Ja, bitte. Peppa und Schorsch fahren sehr gern mit dem Auto. Seid ihr startbereit? Sind wir!
Dann geht's los. Ich mag unser Auto. Und unser Auto mag uns. Nicht wahr? Oje, das Auto klingt aber gar nicht gut. Was ist los, Papa? Ich weiß nicht. Wir bringen es zu Opa Wuffs Werkstatt. Er kann nachschauen. Eine gute Idee, Mama Wutz. Opa Wuff hat eine Autowerkstatt. Er kennt sich mit Autos bestens aus. Oh je, Papa Wutz. Dein Auto klingt aber gar nicht gut. Kannst du es reparieren, Opa Wuff? Ja, aber es wird den ganzen Tag dauern. Oh. Wir wollten doch heute einen Ausflug machen. Kein Problem. Ihr könnt gern so lange dieses neue Auto ausleihen. Hurra! Dankeschön, Opa Wuff. Wollt ihr ohne Verdeck fahren? Ja, bitte. Ich drück nur auf diesen roten Schalter. Was für ein erstaunliches Auto. Wenn ihr zurückkommt, ist euer Auto fertig. Danke, Opa Wuff. Wiedersehen. Tschüss. Bis bald. Wiedersehen. Peppa und ihrer Familie gefällt das neue blaue Auto. In diesem Auto gibt es aber viele Schalter. Wozu ist der grüne Schalter da, Papa? Mal sehen. Zauberfenster. Papa, mach die Zauberfenster runter. Wozu ist der blaue Schalter da? Keine Ahnung. Mal sehen. Ich mag dieses neue Auto. Behalten wir es? Nein, wir behalten es nicht, Peppa. Wir haben es nur für heute ausgeliehen. Oh. Oh nein, ich glaube, es gibt Regen. Ja, schnell das Verdeck zu. Aber welcher ist der Verdeckzuschalter? Ups, Fehlanzeige. Aha, das muss der Schalter sein. Das neue blaue Auto hat Papa Wutz nass gespritzt. Dummer Papa, das ist nicht das Verdeck. Der Schalter. Ups, wieder falsch. Der Schalter. Hilfe! Oh je, wo ist bloß der richtige Schalter? Ich glaube, das Auto mag mich nicht. Versuchen wir den roten Schalter. Hurra! Aber jetzt regnet's nicht mehr. Können wir das Dach wieder aufmachen? Ja. Welcher Schalter war's noch? Der rote war's. Hurra! Opa Wuff hat das Auto repariert. Euer Auto ist fertig. Hurra! Danke dir, Opa Wuff. Behalte den Rest. Vielen Dank, Papa Wutz. Gute Fahrt. Wiedersehen. Tschüss. Bis bald. Ah, unser altes Auto ist doch das Beste. Ich mochte das neue, aber unser altes Auto mag ich lieber. Und ich glaube, unser altes Auto mag uns. Nicht wahr? Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Zelten. Peppa und ihre Familie machen einen Campingausflug. Ich mag Zelten. Da sind wir. Hurra! Peppa, Schorsch, dieses Zelt hatte ich schon als Junge. Papa, wie willst du denn daraus ein Zelt machen? Keine Sorge, Peppa. Ich bin ein Campingfachmann. Mama Wutz, alles fertig zum Aufbau. Genau so. Babyeier leicht. Oh. Brauchst du nicht die Heringe? Na klar. Die habe ich wohl vergessen. Jetzt hält das Zelt viel besser. So.
Das Zelt ist aber ziemlich klein. Es war groß genug für mich als Junge. Aber jetzt kommt es mir auch klein vor. Ja, weil du nämlich inzwischen größer geworden bist, Papa Wutz. Und am meisten bist du am Bauch gewachsen. Apropos mein Bauch. Wollt ihr Suppe? Ja, ja. Dann brauchen wir wohl Holz fürs Feuer. Peppa und Schorsch helfen Papa Wutz beim Holzsammeln. Schorsch, ich heb die Stücke auf und du trägst sie dann. Stücke sammeln macht Spaß. Gut, das ist genug. Das wird ein Prachtfeuer. Ich zünd's an. Ich hab Streichhölzer. Hoho, so was brauch ich nicht. Papa, wie machst du das denn ohne Streichhölzer? Ich mache es genauso wie früher. Man muss nur zwei Hölzer aneinander reiben. Papa Wutz reibt die beiden Stöcke ziemlich lange aneinander. Wann kommt denn das Feuer? Sofort! Hurra! Baby-Eierlein. Jetzt mache ich die Tomatensuppe heiß. Ah, lauscht nur der Stille der Nacht. Ich hab da was gehört. Das war das Zirpen einer Grille. Und was ist das? Eine Eule. Guck, da ist sie. Boah. Und wer macht so? Oh, merkwürdig. Das ist Papas Bauch. Mein Bauchgrummeln gehört zu den besten Klängen der Natur. Es bedeutet Essen. Ich mag Tomatensuppe. Und ich erst. Ich höre noch einen von Papas Klängen der Natur. Was? Los, ihr Lieben, ab ins Zelt. Schlafenszeit. Wir passen nicht alle rein. Das Zelt ist viel zu klein. Das passt schon. Schnell hinein. Mach etwas Platz, Mama Wutz. Papa, du bist zu groß für das Zelt. Macht nichts. Ich schlaf eh lieber draußen. Schlaf gut, Papa Wutz. Schlaf gut, Papa. Schlaf gut. Gute Nacht zusammen. Alle gehen schlafen. Peppa, Schorsch und Mama Wutz im Zelt und Papa Wutz unter den Sternen. Ah, ich mag Zelten. So unter freiem Himmel mit den Sternen über mir. Vielleicht war das doch keine so gute Idee. Am nächsten Morgen? Papa, es war ja so gemütlich im Zelt. Oh, wo ist Papa? Papa Wutz ist verschwunden. Armer Papa, ganz bestimmt hat er gefroren. Wo ist er jetzt bloß? Was ist das? Es klingt wie Papas Schnarchen. Papa Wutz! Was? Dir ist nichts passiert. Hohoho, natürlich nicht. Ich bin ein Campingfachmann. Ich war im Auto. Schlauer Papa. Hohoho, ich mag Zelten. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Gartenarbeit. Peppa und Schorsch spielen heute bei Oma und Opa Wutz. Opa, fang! Hohoho, fang! Und wer ist das? Saurier. Ein Dinosaurier. Opa, was machst du gerade? Ich pflanze diese Samen ein. Und was passiert dann damit? Aus Samen werden Blumen. Ich bohre ein kleines Loch und leg den Samen rein. Dann decke ich Erde drüber und begieße sie. Jede Pflanze in meinem großen Garten stammt aus solchen kleinen Samen wie diesem. Etwa auch der Apfelbaum? Oh ja. Dieser kleine Samen wird zu einem kleinen Apfelbaum.
wie diesem. Oh. Und dieser kleine Apfelbaum wird zu einem großen Apfelbaum, wie der da. Autsch! Und im Apfel sind noch mehr Samen drin. Für noch mehr Apfelbäume. Ganz genau. Opa, Opa, ich will auch was pflanzen. Wie wäre es denn mit einem Erdbeersamen? Ja, fein. Aus diesem Samenkorn wird eines Tages eine schöne Erdbeerpflanze. Zuerst gräbst du ein Loch. Dann leg ich den Samen rein und deck Erde drauf. Soll ich ihn für dich gießen? Nein, nein. Ich will es machen. Gut. Und nun brauchen wir etwas Geduld. Peppa und Schorsch wollen warten, bis der Samen sprießt. Es passiert überhaupt nichts. Du wirst mehr Geduld haben müssen, Peppa. Das dauert sehr lange, bis etwas wächst. Peppa! Schorsch, wir fahren nach Hause. Aber wir warten doch, bis meine Erdbeere herauskommt. Ich wollte doch Erdbeeren, jetzt. Keine Sorge, Peppa. Beim nächsten Besuch wird das Pflänzchen etwas gewachsen sein. Und dann essen wir Erdbeeren. Genau. Komm schon, Peppa. Bis bald, Opa. Bis bald, Erdbeeren. Opa Wutz sorgt für Peppas Erdbeerpflanze. Nach einiger Zeit entdeckt Opa Wutz die ersten Blättchen. Tag für Tag wird die Pflanze größer und größer, bis Opa Wutz eines Tages eine Entdeckung macht. Erdbeeren! Opa, wir sind wieder da! Peppa und Schorsch sind sehr gespannt. Opa, Opa, ist schon was rausgekommen? Ja! Seht doch! Oh. Erdbeeren! Danke, Opa! Opa, können wir noch was pflanzen? Ja! Diesmal darf Schorsch sich was aussuchen. Ja, du suchst aus. Sag Karotten. Opa, ich glaube, Schorsch möchte Karotten. Schorsch! Würdest du gern Karotten pflanzen? Nein. Was möchtest du denn sonst? Schorsch hat sich überlegt, was er anpflanzen will. Sophia. Schorsch will einen Dinosaurierbaum anpflanzen. Dummer Schorsch. Saurier wachsen doch nicht an Bäumen. Saurier. Hey.